Dann gucken wir mal weiter. Ja, hier sind schon ein paar Typen vorhin gewesen, die habe ich gesehen. So, ah, da unten rechts kann ich das jetzt hier machen. Okay. Jetzt habe ich da zwei Punkte reingepackt. Wolf verursachen zusätzlichen Kälteschaden. Das bekomme ich als nächstes. Da konnte ich schon einpacken, alles klar. So. Würfel haben eine Chance, Feinde beim Treffen zu unterkühlen. Und da werden deine Würfel getroffen oder treffen sie einen Gegner, besteht eine Chance, dass sie mit Blitzkeil kontern. Okay. Mal schauen. Donk. Bin gespannt, wie viele Minions hier rumlaufen werden, wenn wir. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so viele wie bei Diablo. Ja. Ich meine, ich kann auch irgendwie mehrere Tiere irgendwie auf einmal haben. Aber jetzt ein stärkerer. Also, oh, da ist so einer, ja. Ich will die Geschütze aufbauen. Er ist tot. Okay. Okay, also zweites ist ein bisschen einfacher. Geschütze. Mein Wolf, schrei. Und auch immer es macht. Ey, wie schnell sind die kaputt, die Geschütze? Ja, okay, boah, ich muss schon wieder Sachen hier entfernen. Weg damit. Nein, nicht vergleichen. Hier. First Arts, Dickster. Geh mir die blauen und hat goldene Dinge hier. Was ist das hier? Gesundheit, Wurfgeschwindigkeit. Ich tue doch nicht werfen. Soll ich meine Sachen werfen oder was? So, und wo war andere Dinge, was ich eingesammelt habe? Wenn ich wüsste, was das nochmal war, ein Krieger Großstreitkolben Nahkampfschaden. Ich habe was Goldenes gekriegt. Ja, ich habe auch schon was Goldenes. Okay, man hat sogar negative Effekte. Minus 25 Giftresistenz. Oh nein. Oh, weiß nicht, ob mir das gefällt. So. Oh mein Gott, in dem Fest war sogar Gold drin. Ne? Schau mich mal hier um. Naja, ich werde nicht jeden Tag gedisst. Musst du mit dir selber verwechseln. Oh! Sieht aus wie in Dark Souls hier. Die. In der ersten Gebiete, ja. So. Ja. Teleportpunkt, glaube ich. Yeah. Okay, da muss man reinklicken, alles klar. Wow. Oh, hast du halt aktiviert? Ja, das hast du anscheinend schon aktiviert. Ja, okay. Oh ja, Dösch. Sonnenbogenschütze. Ah, da bin ich aufgelevelt. Boah. Warte ich nur, wenn wir jetzt unsere Spezialisierungen hier freischalten können, wir hier Necromancer und so, ne? Ja, das ist ja die Meisterschaft, das müssen wir erstmal, weiß ich nicht, belegt für 8 Sekunden in einem Bereich mit einem Schlüssel und Pfefferstiefen. Die Lagerräume. Die extra ein Gebiet.
Boah, da hat jemand einen Feuerpfeil geschossen. Ich komme da nicht hoch. Mein Speer sieht so mickrig aus. Also ein Speer? Ja. Ich will auch mal die Beine schwenken. Wenn wir hier lebenskritische Negation von alleine haben, weil ich dann ein bisschen zu einfach. Ja, kommt drauf an. Es sind zu viele, alles in Ordnung. Da drüben sind meine alten Lagerraum. Ja, da wollte ich gerade reingehen, aber ging nicht. Der man jetzt geht halt. Hier ist irgendwo einer. Nein, ich kann da nicht hin. Mein Gott, da ist sogar Gold drin, in den Sachen, die man kaputt macht. Eingabe von die Lagerräume. Also die typische Elder Scrolls Musik irgendwie in diesem Spiel. Ja, irgendwie schon, ne? Way oh, oh, way oh. Bonk. Spring da einfach vorbei, ja. Oh, das ist ein Nieder da. Er ist tot. Hast du schon wieder wirklich nicht blau, Daniel? Hast du schon wieder irgendwelche Farbenverwirrungen hier? Oh, hat wirklich einen Namen gehabt hier. Ja, so ein waren stärker, ich glaube der war aber blau dann und die Pila, ich weiß. Ah. Für mich sieht das aus wie Lila. Ja, die Diskussion, die hatten wir schon mal, ey. Also genau dieselbe. Oh nein, Daniel, das ist so viele, pass auf. Nein. Wir sind aber auch viele. Wir werden immer mehr sein als die Gegner. Ja. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Wenn wir beide auf Minions spielen, dann werden wir immer in der Mehrzahl sein. Ja, das weiß ich nicht. Wir sind zwar einsam, aber wir sind niemals einsam. Oh, ich kann die ganz großen Fässer hier kaputt machen. Boah. Das ist der Haus. Bist du da gerade angesprungen gekommen? Ja. Ich würde gerade sagen, was kommt denn da jetzt geflogen für ein bärtiges Vieh? Du sammel das Gold da ein. Mein Gott! Ich kann so weit springen, ey. Der Daniel, wenn er zum ersten Mal seine Beine benutzt. Boah, wird egal wo ich hinklicke, solange das noch in dem Bildschirm ist, kann ich da hinspringen. Was machst du da? Da hast du da bisschen zu, oder? Ha? Du hast doch nicht gerade diesen Feuertornado gemacht, oder? Nee, nee. Ich bin mehr so ein Blitztyp. Aua! Er ist tot. Nahkampf, Crit-Chance, Splitter. Ich hab einen Intelligenz-Splitter gekriegt. Okay. Ich nehme an, das ist irgendwie so für Aspekte oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich habe hier gerade eine Rüstung kaputt gemacht, was? So. Oh, ich habe einen Vogelhelm. Ein kritischer Trefferschrein, Daniel. What? Ja. Ich will auch Schreine. Boah. Ja, das kann ich den zum Beispiel nicht verwenden. Ja, aber du hast da. Ich habe so einen Totenkopf da unten links jetzt. So ein paar Pfeile nach oben. Okay. So. Okay, ich nehme an, ich muss diese Wand eher einmal so anklicken oder so, aber bei mir sagt er irgendwie nicht, ich soll was anklicken. Also, sobald ich darauf drücke, steht dann Eingabe in was auch immer. Wow. Ganz ruhig, Leute, wir sind gerade erst gespawnt. Oh, aua, aua, aua. Ja, mein Wolf, mach ihn fertig. Ja.
Guter Junge. Geh zurück ins Lager. Quest abgeschlossen. Passivpunkt und Erfahrung. Doc. Nein, daneben. Die Quest haben wir einen Passivpunkt bekommen. Ja, ich habe 6 unbenutzte. Ich glaube, ich sollte mal irgendwas reinpacken. Ich habe die schon ein bisschen reingepackt. Wenn man die jederzeit ändern kann, dann ist das Problem. Ne? Wow. Ja, das ist okay, ja. Ja. Meine Blätter sind bis jetzt noch nicht gestorben, ja. Ja, bis jetzt ist noch ziemlich einfach, ne? Finde ich. Vielleicht machen wir das hier schwerer, wenn wir unsere Bildschirme ruinieren. Na, Daniel. Bitte was? Vielleicht wird das Spiel ja schwerer, wenn wir unsere Bild wieder ruinieren. Ja, ja. So nehme ich mal auf das ab, ne? Ja. Ich bin ich. Ich werde die erledigen. Kein Ding. Ich helfe Balthas. Wie oi? Ei? Kann mir jemand mit Mayasa helfen? Ist das der Doriel oder die Doriel von dem Spiel? Doriel! Doriel, sag ich. So, Quest abgeschlossen. Okay, wir kriegen durch Quest Passivpunkte. Geil. Fertigkeit freigeschaltet, hungernde Seelen. Dann nehme ich denn urzeitliche Stärke. Ihr Stärkpunkt erhöht die Rüstung um 4%, verbessert Fähigkeiten, die auf den rohen Stärk von ihnen und ihren Gefährten beruhen. Ja, nehmen wir das. Je mehr wir reingehen, desto okay. Ja, mehr Stärke, mehr Stärke, mehr Stärke. Noch mehr Stärke. Möchte ich jetzt auch kaufen? Ich habe jetzt Eteras Segen. Der Diener verdreifacht sich die Heilung. Der Diener wird für ich kann 2 Nahkampfwaffen. Ich habe viele Lebensregeneration Sachen. Wenn auch deine Diener ein Prozentsatz der von dir. Oh, das ist auch nicht schlecht. Bist du schon da reingegangen, Daniel? Ja. Okay. So. Es ist viel zu warm, es ist 23 Grad. Hier Punkte in diesen Fertigkeitsform. Jeder entfernte Punkt verringert die Stufe um 1. Ach, muss ich erst das Level erreichen, wie ich da machen kann. Ich glaube ja, ne? Ich muss Stufe 8 erreichen, dann kann ich hier. Alles klar. Na gut. Schatzkammer der Hüter. Ich denke mal, man kann irgendwie seine Sachen wieder hier zurückholen oder so. So. Krankenhieb. So, wie kann ich jetzt Skills austauschen? Ist das nicht ein neuer Skill hier? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so einen Heim oder so bekommen. Weiß nicht, ob der automatisch ist oder ich den einsetzen muss. Oh, Blackshorn Splitter.
Ja, boah. Ich dachte, ich kann in den Abgrund springen. Ja, macht das nicht. Nein, was macht ihr denn hier? Wow, oh Gott. Dieser Feuertyp, der dreht sich. Jetzt bin ich Stufe 8. Ich auch. So. Gut, bei Fertigkeiten Spezialisierung. Oh. Shift und weg damit, ne? Ja. Weg damit. Weg damit. Ein dunkler Stoßstreitkolben. Und Tage der Reflexion. So, jetzt kann ich in den anderen Baum passive Sachen reinpacken, ne? Ah, wenn ich Tiermeister werde, dann tut sich Beschwörungsgrenze von meinem Begleiter erhöhen. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich an, ist bei Necromancer auch so. Ne? Mal das hier. Irgendwie wird man sich schon wieder umscannen können zur Not. Ja. The vaults were easy to find. Exploring them proved more challenging. Ancient stonework that could inspire even the greatest of Solarum's architects. Between my engineers' finest munitions and the strength of my pet, we managed to crack one open, only to find empty halls and vacant chambers. What would be the purpose of such a stronghold if it were to house nothing? Yet I could tell they were here, just as I predicted. They were guarding something of immense importance, something powerful. Raya will be pleased. Ah, okay. Bin hier gerade ein bisschen am Machen, Daniel. Ja. Bin hier gerade bei Spezialisierungen. Ah, jetzt kann man sich ein anderes aussuchen. Ja, jetzt kannst du in zwei, kannst du. Ach, du kannst, so funktioniert das. Ja, die du spezialisieren willst, die in eine bestimmte Richtung reinpackt. Da musst du extra Punkte für sammeln. Ja, nehme ich mal, ne? Okay. So, ich wollte jetzt eigentlich nur drauf gehen. Jetzt hat er schon ausgewählt. Naja. Ich wollte sowieso. So, da muss ich wahrscheinlich warten, bis ich die anderen Sachen freigeschaltet habe, ne? Mhm. Ah, steht auch hier, alles klar. Ich kann Bär beschwören, Skorpion, Säbelzahn, Raptor? Ja, der Daniel kann ganz Jurassic Park rufen. Ich kann ganz einen Zoo beschwören. Oh, ich kann mehr Totems. Ja, damit. Da muss ich wahrscheinlich dann neu verteilen. Once I decided the keeper's movements, the vaults were easy to find. Exploring them proved more challenging. Jetzt kann ich drei Totems beschwören. Oh Gott, ich glaube, das ist wieder ein Schreien. Das, das. Direkt neu verteilen. Super. Ja, da steht irgendwie, die Punkte werden um 1 reduziert. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Minimale Fertigkeit Stufe 1. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hm. Wenn man ja schon neu verteilen können, nochmal.
Ich will dann eigentlich nur auf Beschwörung gehen. Ich will alles beschwören können dann. Und so viel wie möglich. Ich kann schon 3 Totems beschwören. 1, 2, 3. Ist das nicht schön? Sprich mit Hüter Baltas. Das ist kein Wolf, das ist ein Urzeitwolf. Wenn seine LP auf 0 fallen, ist dein Charakter tot. Ja, mal vor, der hier hat keine Obergrenze und nimmt die Zeit. Okay. Sie kommen. The Drake. Tread carefully. Was ist los? Ich will die Geschütze aufstellen. Aber dann kommen welche. Ich die ganze Zeit nur klein hier. Ja, die haben schon Schlimmeres überlebt. Ja. Okay, das ist nicht stärker als da. Wow. Ich umzingle ihn. Nein. Ja, Stück. Glühe der Hoffnung. Mein Gott, wie viel Geld ist denn hier? So, alter Mann, lebst du noch? Oder stehst du schon? Oder kaufst du noch? Oder lebst du schon? Fünf Gold. Uff. Na, was ist los? Die Splitter tun auch. Die tun auch ihr Platz wegnehmen. Nein. Oh man, hier gibt es auch Kosmetik anscheinend. Ja klar, warum nicht, ne? Okay. Alter Mann, alter Schmetterlingsmann. First things first, thank you. The Auspex grow more troublesome by the day. We've reinforced our walls, supplied our men and taken out dozens of them. Yet, they're still here. Using brute force. Ich habe hier einen Speer, Daniel. Alles klar. The howling monster circling the vault. Alles klar. Yes. Nichts für dich, Daniel? Nee. Jetzt Nahkampfschaden, also. Ja, wir werden schon genug Sachen finden. Ich finde auch schon mehr als genug Sachen. Ich glaube, ich habe wir uns jetzt hier noch schon irgendwie fokussieren müssen, die Aussetzungsklamotten. Die 0 8 oder so. I'm protecting the epoch, of course. Die Epoche. It's a fortress meant to keep unruly treasure hunters from locating the shards of the epoch. Ist das die letzte Epoche? Or at least it's supposed to. Drastic times. Did Lena not tell you? Well, tell you what. Let's get out of here first, and then I'll explain more. These peace talks are hardly worth it if you don't know why Orion is after us. Yay. Entkommen aus der Schatzkammer der Hüter. Ich kann so weit springen, Mann. Das glaubst du gar nicht.
Dalek Papier. Mein Gott, voll von den Laserstab, die Leute. The first epoch shard is held in a fortress. Ancient, the second vault is deep inside the Stonefall Mountains. The third shard is always on the move. It uses multiple. Wir müssen Splitter finden, so wie in Inuyasha. Okay, ich werde hier nicht sterben. Ein maroder Beil. Ein falscher Knopf. Nein, das Ding ist zu dick. Weg damit. Schreien, gewährt erhöhte Mana-Regeneration. So viel Geld. Das Ding. Alles klar. Folgt ja auch so ein alter Mann. Ja. LP Tötungssplitter. Mein Gott. Wie viele Schreie sind ja noch? Angriffskraft und Zaubertempo. Leiter Archiv Zauberstab blau. Nein, ich habe schon wieder keinen Platz. Weg damit. Weg damit. Müssen wir abgewöhnen, die alles einzusammeln. Ja. Im Moment weiß ich ja noch nicht, was gut oder schlecht ist. Ich auch nicht. Die Vasen kaputt sind. Die Vasen sind auch irgendwie. Waffen und so manchmal. Also näher raus. Ja, ich wusste ja, kommen Gegner. Ich bin ja schon mal meine Befestigungen angebracht. Okay. Dash. Gut. Da komm ich angeflogen. Nein, da stand irgendwas. Angriffskraft und Zaubertempo, alles klar. Ich glaube, da kommen wir wieder raus. Ja. Da müssen wir auch, aber will mich ja noch umschauen.
Boah. Ein Geschicklichkeitssplitter. Nehmen wir mal. Weiß nicht. Wie kein Platz. Ich habe doch ihren Platz gerade geschaffen. Nehmen das Gefäß mit. Du hast keinen Platz, Junge. Ich habe immer Platz. Genau wie diese Selbstmann aus Diablo. Diese. Ja, irgendwie schon. Ist mir auch aufgefallen. So, what? Meine Truhe? Ja. Na, Zauberstab. Ein Adeptname in Gold. Was ist das? Magierhelm. Intelligenz, Geschicklichkeit. Ich glaube, das wäre mehr was für dich. Ein goldener Helm. Ja. Guck dir mal an. Ich will das nicht. Abels Glaskatalysator. Ich habe das auch was für dich. Auch was Goldenes. Nein, warum kann ich dir halt nicht schenken? Da willst du mir jetzt den ganzen Scheiß jetzt hier angehen? Ich glaube, du hast doch gerade gesagt, dass wir schon selber irgendwas finden. Jetzt willst du mir den ganzen Scheiß hier angehen. Ich will das aber nicht. Aber ich kann das nicht benutzen. Dann schmeiß das doch weg, Junge. Let me ask. Nee, mal halt. For how long must we live like this? No one cared about the shards until recently. Until Raya. For now is just him. Zeig doch mal jemand an die Splitter. Majas, we uphold customs, as Itera willed. But our goddess is gone. If she knew the state of the world, would she not request us to act? To bring peace back between her children, we cannot keep the old ways. The council is scared, but nothing will change if we do not change. Naja, mein Wolf, du bist mithalten. Noch eine arme Seele da, welche Sonnen. Okay. Wenn wir nur, ich sehe irgendwie nur deutsche Nachrichten im Chat. Ja, weil wir im deutsch-europäischen Server sind oder so. Europäischen, westeuropäischen. Ja. Wenn wir nur westeuropäisch gibt's. Ja. Andere Europäer spielen dieses Spiel. Mit Affix-Splittern kannst du die Affixe deiner Gegenstände verbessern. Sind wir auf der Nordstraße. Ich setze die Part-Region auf EO West. Mein alter Mann fliegt weg. Mit seiner Libelle. Was? Da will ich rein. Dash. Das hast du jetzt kaputt gemacht, du blöde Kuh. I'm sure you have questions, but let me first check and make sure that you box safe. Who do the keepers adhere to? Our slumbering mother, Itera. Alone, they sent no treasure to sea for Lagon, nor works of art south to Majassa. Were they in league with Herod's savages? How can they claim a greater connection to Itera than us? We're the servants of Raya, the inheritor of her domain. It is blasphemy. They will burn.
wollte gerade sagen, ist ein Wolf den Brief da am Lesen? Ja, dann hat seine Lesebrille aufgesetzt. Ah, oh, das ist ein Hinterhalt. Was ist das? Oh Gott! Was ist los? Es ist ein Drache. Was ist los? Ich will auch. Oh nein, er hat den Flügel-Opa mitgenommen. Warte, was nochmal? Ich habe sie gesehen. Ich war gerade meinen Skills irgendwie am gucken. Was ist gerade geschehen? Hast du gesehen, wohin sie gegangen sind? Ja, in die Richtung. Okay, du, was? Geh zurück ins Lager, ich übernehme das. Du da! Sag mir, was da passiert. Du da! Der ist auf irgendeinem gefliegenen Reittier geritten, dann hat er den Opa mitgenommen. Nein. Ich glaube, jetzt müssen wir den Opa töten. Was hat denn? Gesundheitsregenerationssplitter. Physischer Widerstandssplitter. Wieso muss ich erst immer alles andere aufheben, bevor ich den scheiß Splitter aufheben kann? Ja, wollen wir nicht. Ich kann die gezielt anklicken halt, ne? Ja, Daniel. So, nun. Aber sollen zurück zu dem Städtchen da gehen. Du kannst halt nicht tragen. Habe ich gehört. Ich habe gehört, was du versuchst hast. Dann gehe ich schon mal zur Stadt zurück. Den Helm, den du mir gegeben hast, den kann ich gar nicht ausziehen. What? Ja. Oh Gott, wie kommt man denn jetzt hier zurück? Was zum? In der Zeit. Du wirst durch die Zeit reisen? Ja. Ende der Zeit. So, wie komme ich denn jetzt zurück zum Dings hier? Schatzkammer des Hüters? Nein. Ist das hier? Ich will da hingehen. Eingabe von das Lager der Hüter. Ich reise. Mal gucken, wie, ne? Das so. Wird bestimmt voll die epische Animation. Was bist du für ein Fünfig? Bist du für ein Fischdrache? Das ist ein Schnuffelkusch. So. Ich glaube, das ist ein sogenannter Schmatzepuffer. Nein, ich wollte gar nicht mit dir. Ein Drache hat ihn gepackt, keine Ahnung. Die Ausbricks machen mir keine Angst. Willst du wohl meinen Laden ansehen? Alles klar. It eludes me. Okay, ging schon verkaufen damit. So, ich tue meine ganzen Splitter einlagern. Ich nehme an, wir brauchen die irgendwann später. So, ein Splitter Glyphe der Hoffnung. Ja, ein Drache hat ihn gepackt. Warum muss ich dir noch mal sagen? So, Nahkampf. Ja, kann alles weg. Naja, boom, boom, boom. So. Nahkampfschaden. Haben die Sachen ihr Level? Oh, ich kann dir das nicht schenken. Warum nicht, Daniel? Nicht bei mir ging auch nicht gerade.
Ausweich. Nöte Nahkampf, alter Wurf. Das ist schlechter. Das hier ist. Ich weiß nicht, ob ich hier verkaufe, ob das besser oder schlechter ist. Ich habe einen Kolben. Im Laufe der Zeit. Boah, weg damit, keine Ahnung. Weg damit. Bam, bam, bam. Alles weg damit. Ah. Ja. Weg mit dem Schild. Ich nehme an, wir sind hier schon wieder getrennt. Ne, da bist du. Ich bin hier, Daniel. So. Ich kriege ja nicht wirklich irgendwelche Gegenstände, die wirklich besser sind. Ja, ist klar. Ist ein normaler Laden noch, ne? So, wo ist er hier? Itera's Blessing. Entschuldige, wenn Sie nicht zu viele Umstände machen. Ich habe gehört, einige unserer Soldaten waren im Hochland verschollen. Das ist eine Nebenquest. Erwähne meine Nichte. Ich werde sie finden. Mach mir Sorgen, weißt du. So, wenn wir von dem, ich meine, wenn wir von dem Quest hier passive Punkte kriegen, dann wäre umso besser. Ne? Gibt es hier noch mehr Quest? Ich gehe mal gucken. Im Pass. Ja, geil, wie empört der so. Impossible. Da, wo ist jetzt die Quest? Da können wir da schon hin. Vermisst im Hochland. Müssen wir da hin? Ich glaube, wir sollen erstmal mit der einen da reden. Impossible. Impossible. So, warum ist da ein Portal von mir? Hello, Traveler. Hm. Oh, wir teilen uns die Punkte. Von hier. Von diesem Knoten kostet 60 Gold. Du hast momentan alles klar. Okay, das heißt, wir müssen die passiven Punkte noch mal neu verteilen, wenn wir unsere Dinger hier haben wollen. Tiermeister und Nekromancer und so. Aber wir teilen die uns anscheinend. Do not dwell on regret. Okay. Ich gehe schon mal zu unserer Quest. Nein, Daniel. Was machst du denn noch? Ich bin nämlich an der Truhe hier. Lass mich doch in Ruhe, Junge! Was ist denn da so an der Truhe? Ich habe meine Sachen da reingetan. Ich glaube, dass in der Truhe sein soll. Klon. Mein Überlebenswillen? Meine Träume und Hoffnung? Ja. Was ist das hier? So. Irgendwie hat nur mein Wolf irgendwie so diese super starken Dinger hier. Ich hab die Quest. Nebenquest, ne? Nehm ich mal an. Oh, aber dein Maximal ist ja ein Toten und wird verringert und das Beschwören von Dorn. Mal Prost, du hast mich beschworen. Boah, ist Alarm. Ich will so viel wie möglich von allen haben. Impossible. Impossible.
Okay. Ja, der vermisst seine Nichte. Wir müssen die holen. Oh, ich kann einfach mit Rechtsklick. Ah, guck mal hier. Ich kann einfach, wenn ich mit der Maus da drauf klicke, dann kann ich irgendwie die Skills einfach ändern. Okay, sehr gut. Das ist einfach. Muss ja nicht extra in ein Menü oder so gehen. Ich möchte dem Sprung mal dahin. Ich möchte, jetzt habe ich so ein Heilding. Ja, vielleicht die Heilung, wenn ein Angriff benutze ich irgendwie nicht. Ich benutze einfach nur meinen normalen Angriff. Ah, mit Rechtsklick kann ich dann irgendwas machen. Alle gehen in einem Bereich, wo der trifft, um eins von der Waffenreichweite. So, mehr ist das nicht. Jeder mit einem mächtigen vom letzten getriebenen Sturm, wenn du aufkommst und Sturm einsetzt. Nein, das ist so ein Sturmstab. Jede Sekunde wird ein Sturmstapel aufgebaut, mit einem Blitzkeil einen nahen Gegner zu treffen. Dann nehme ich lieber das als normalen Angriff. Easy peasy breezy. Impossible. Impossible. So. Kommen wir mit der Reden jetzt hier langsam. Schmiede. Ach, da ist Schmiede. Ach, wir haben eine Schmiede die ganze Zeit bei uns. Ja. Okay. Ich habe schon die ganze Zeit einen Schmied gesucht, ja. Ne, ja, das brauchen wir nicht. Das können wir die ganze Zeit selber machen. Wann habe ich das denn gelernt? So, da war das Beutelfilter. Führt aber auf eine Grundlage, eine bestimmte Regel ab. Vor Regeln, die auf dieser Liste weit oben aufgeführt sind. Nein, möchte ich nicht. Okay, keine Ahnung. So, kann man mit dem Spieler reden. Der wurde von einem Drachen entführt, der Typ. Ich hab's genau gesehen. That must be Orion. If he captured Balthus. Orion. An Osprex General. He's the one leading the hunt for us. What happened to the artifacts Balthus was protecting? Wurde auch verschleppt. We have to save Balthus. Nein, die sind hinter einem alten Mann, der nicht gegen den Artefakt. Seht ihr ja nicht, was hier los ist? Wir stehen auf den alten Mann. Ich bin nicht wegen dem Artefakt hier. Stay safe. Stay alive. War ich. Ja, ja, noch mehr Passivpunkte, geil. Bin ich richtig gut, aber durch Quest Passivpunkte bringen. Ja. Erhöhten Schaden, ja. Oh, Kriegsschrei, Sturmcreme beschwören. Sperrt so viele Sturmcreme, wie es dein Begleiterlimit zulässt. Ich weiß noch nicht mal, was mein Begleiterlimit ist. Da wird hier überall gesagt. So, meine Dings. Ja, noch mehr Dawn Totems. Boah. Jetzt kann ich 4, glaube ich, beschwören. Jawohl. Mehr. Immer mehr. Ich glaube, du kannst auch wieder einen Golem beschwören, ne? In dem Spiel. Ja, hab ich auch grad gesehen, ja. Was hat es mit diesen Golems immer auf sich? Ja, solange der nicht aus Metall ist. So,
Rechts müssen wir raus. Oben rechts. Stay alive, stay alive. So. It eludes me, Daniel. Does it elude you too? Ja. What? What? No, ich bin weg. Ich bin weg. Ja, du bist doch hier. Siehst mich nicht? Doch, ich sehe dich. Schieß genau hier. Ich sehe mich selbst nicht mal. Aber kann man irgendwie sehen, wo, welche Stufe der Charakter ist hier? Nicht hier auf dem Bildschirm. Doch unten links. Die 8 bei mir. Neben den Lebensbalken direkt. Den Erfahrungsbalken. Ah, okay. Oh Gott, das ist ja winzig. Okay, da steht Gebietsstufe 6. Was machst du da? Fass meine Skelette nicht an. Hier, willst du mal sehen, wie ich meinen Wolf Steroide gebe? Dusch. Das ist so unbeeindruckend, dass wir dusch. Jetzt ist er nur ein bisschen größer. Man braucht nicht alle Spiele. Wir sind jetzt Gebietsstufe 6 anscheinend. Ja. Ich kann bei einem ich kann ein Skelett anpassen. Hat, die Gebiete sind auf einer gewissen Stufe, wie es aussieht. Ja, ich weiß ja nicht, ob man irgendwie auch den Schwierigkeitsgrad oder so hochstellen kann oder so. Ja, wir sollen jetzt noch nicht nach irgendwie höheren Schwierigkeiten suchen, ganz ehrlich. Da ist eine Truhe. Boah. Physischer Nahkampfsplitter. Also ich will jetzt keine weißen Sachen mehr aufheben. Ja, da sehe ich schon wieder einen Schrein. Okay, wer tut dir diese grünen Pfützen oder oh, ist ein dicker Boss. Oh, oh Gott. Hey, wo bist du? Was? Rechts. Okay, der hält irgendwie nicht viel aus. Okay, oder war der? Okay, der hat einfach nur viel AP, aber irgendwie. Ja, der hat einen höheren Lebensbalken gehabt, aber der war irgendwie voll schwach. Sollten jetzt hier nicht so große Schwierigkeiten haben. So, warte mal, hier alles. Ich habe eine Schärpe. Oh, plus 3 Trankslots, her damit. Ich habe irgendwie noch gar keine Tränke hier benutzt. Ja, auch nicht. Doch einmal hier in so einem Fort. So, nehme ich die Axt hier, Kampfschaden, Nahkampfblitzschaden. Ich mache ja Blitze. Ja, warte mal, wenn wir da eine Schmiede dabei haben, dann können wir ja die ganze Zeit auf dem Weg Sachen auseinander nehmen. Das ist auch ein System, das die Leute hier sehr gelobt haben in dem Spiel. Ich will hier rein. Da kommen Gegner auf uns zu dann. Ich komm am Schneiden. Keine Ahnung, die überrennen mich nicht hier. Ich glaub das doch. Ich muss auch eben kurz gerade gucken, weil ich habe eine neue Fähigkeit gelernt. Geh mal weg, ihr Viecher. Ich will jetzt ins Menü, ey. Ja, ich habe auch Kriegsschrei gelernt. Und den habe ich. Was ist denn da? Transplantation. Erzeugt am Ziel einen neuen Körper für den Charakter. Daraufhin explodiert der alte Körper, wodurch ihr Gegner um ihn herum viel zufügt. What? So wie Itachi. Mit seinem explodierenden Klon. Oh, jetzt habe ich 3 Tränke. Oh, jetzt werden sogar 3 Tränke hier angezeigt. Oh, das ist ja ziemlich, oh, das ist ja ziemlich cool, wie man die Fähigkeiten austauschen kann. Ja, geil. Ja, man muss einfach nur auf die Bildchen da klicken, ne? Das ist so viel, weiß ich nicht, simpler, ey. Ganz ruhig, Daniel. War das dein Kriegsschrei aus Diablo? Lass mal sehen, warte mal, wie funktioniert das? Oh Gott. Ja, warte, ich lass dich mal probieren. Was hat er denn da für eine Barriere um sich? Hab ich mich gerade teleportiert, oder? Ja, ja. Na, aber du warst meine Blut. Ja. Okay, ich glaube, ich verstehe. Ja, ja. Das ist, wenn ich umzingelt bin, dann tue ich praktisch so eine Art Schatten. Ja, ich bin weg, ja.
Ich tue dann praktisch mit einem Dummy meinen Körper ersetzen, der explodiert dann. Ja, hier war eine Blutleiche, wo du gestanden hast gerade, als du dich teleportiert hast. Explodiert dann der Körper, den ich erkannt habe. Ja, ja. Ich teleportiere so. Mich dann woanders hin. Ja, so cool, ne? Dann kannst du mal wieder sehen, Daniel, du brauchst nicht viel Geld, um Spiel zu machen. Ja, ja, schon, wenn du dich auf... Hier sind schon, die Fähigkeiten sind schon so viel kreativer als in Diablo 4. Oder nicht? Ja, ja. Oh Gott. Totengräber Messingzepter des Ruhms. Hm? Nekrotischer Schaden, LP bei Tötung. Wenn das nicht besser ist als... Wenn das nicht was für dich ist, dann weiß ich auch nicht. So eine Nekron... Bon. Steht sogar Nekromanten, Schaden und so was alles. Okay, ich bin hier. Oh Gott. Sollten wir Leder polieren, den Punkten. Was ist das? Totengräber Messingzepter ist gut. Da bist du weg. Aus dem Weg. Ich vergesse mir, was er macht. Oh, ja, damit. Also, einen den kann ich dir irgendwie nicht schicken. Was ich dir ja, vorhin geben wollte. Da steht nur, das geht die Sachen, die wir in einem Ort gefunden haben oder so, steht da. Okay. Kann ich. Ja, warte mal, boah, ich habe jetzt hier wieder Mist gemacht. Lass den Gegenstand mal los, Kleiner. Okay. Ja, ich glaube, ich habe ja gleich gerade gegen so einen kleinen Boss hier gekämpft. Aber ging noch. Nein. Ich glaube, da war für die Nebenquest. Ich sage, ich erfahre es heute, wenn ich mich kill. Nee, Moment hier. Ich habe euch gesagt, nehmt die Finger weg von meinem Alter. Hier kann man Kosmetik ausrüsten. Hast du schon was? Nee, nee. Ich bin gerade wie. Ja, das Fenster, das kenne ich auch, das habe ich auch schon gesehen. Aber... Ich bin hier gerade die falschen Tasten am Drücken, ja. Ich dachte, das würdest du so Passanten irgendwie so rufen, hier so. Diese Geister hier so, ja, lass mich mal gut. Ja. So. Elf Mana, ja, immer das. Erhöhter Blitzschaden, dass ich auch ein Zepter ausrüsten kann, ne? Oh, die sind ja besser. Ja, warte mal. Also kann ich jetzt jederzeit. Schmiede, wie macht man nochmal Schmiede? Hm. Schmiede, wie macht man das nochmal? Was ist das denn hier? Achso, weil ich was Neues gelernt habe. Wie habe ich das nochmal gemacht? Boah.